Hey Leute, willkommen zum ersten Part, ne? Naja, des Restarts jedenfalls von der Series mit Benny und mir. Wir spielen Yu-Gi-Oh! Wir machen die Sets immer auf und dann duellieren wir uns. Dazu gab es schon mal einen ursprünglich ersten Part, den verlinke ich euch nochmal, wenn ihr euch die ganzen Regeln anschauen wollt. Generell verweise ich aber auf die Videobeschreibung. Wir machen es heute so, wir fangen nochmal komplett neu an, denn durch die ganze Zeit, die dazwischen lag, sind einige Dateien nicht mehr vorhanden. Das heißt, wir fangen mit der GX-Ära an. Und weil Lost Millennium als Set alleine blöd wäre für den Part, machen wir heute Lost Millennium und Cybernetic Revolution auf, also zwei Sets. Wir gucken uns mal ganz kurz an, was man bei Lost Millennium bekommen kann. Hier sind Clayman sehr, sehr stark, Kuribus cool, der Golem ist nice. Dann viele Karten, die so meh sind, also ist natürlich sehr, sehr alt. Aber wir wollten die GX-Ära, also quasi, das ist ja im Prinzip ist ein neues Projekt, weil wir einfach restarten von null. Dann wollen wir nicht mit den, also ohne die Elementarhelden starten. Und daher, ja, machen wir das so. Dann würde ich auch mal sagen, fangen wir direkt mit Lost Millennium an. Ich habe auf jeden Fall Bock. Und dann gucken wir mal, was wir hier so bekommen aus Pack 1. Und ja, wir bekommen schon mal einen Sparkman, was sehr, sehr nice ist. Dann bekommen wir einen DD Survivor, auch sehr, sehr nice. Zwei sehr, sehr gute Karten für das erste Pack. Also in dem Set ist jetzt nichts allzu krasses. Eine Gehirnkontrolle wäre auf jeden Fall cool. Ansonsten, ja, die Elementalinfusion wäre natürlich cool. King of Skull Servants ist nice. Ich weiß noch nicht, ob man die, die man braucht, um seinen Effekt so richtig gut zu nutzen, noch kommen. Double Attack muss ich mir mal später durchlesen. Was ist? Ich bin recht raus aus der Yu-Gi-Oh!-Materie, sag ich euch so, wie es ist. Agent Gear Soldier, solid, genauso wie die Guardian-Statue. Und die Fallen von dem Set waren alle nicht ganz so krass. Noch ein Sparkman, noch ein, also was ist noch ein antikes Antriebsungeheuer. Minengolem, okay. Also das Set ist halt pure Nostalgie. Das ist tatsächlich cool. Heldensignal, wenn wir viele Elementalien ziehen, wäre das auf jeden Fall schon mal eine nice Falle, einfach damit wir das Feld ein bisschen ja, größer behalten, beziehungsweise Monster drauf behalten und wir dann müssen wir was machen können. Nochmal Avian Burstin Tricks. Sehr, sehr nice. Generell werden wir wahrscheinlich wieder auch cutten hier bei den Openings und nur euch die Highlights zeigen, wie Clayman zum Beispiel. Und ja, vielleicht lassen wir es auch jetzt, weil es in diesem Part ein Restart ist, recht viel von den Openings drin. Ja, ich gehe wie gesagt auf die Highlights ein. Ja, bis jetzt noch nichts wirklich krasses, ehrlich gesagt. Also es freut mich natürlich, wenn wir hier die Elementalen ziehen. Ich denke, Belly wird bei diesem Set auch mehr skippen, weil hier einfach nicht so viel Gutes drin ist, weshalb wir uns auch dafür entschieden haben, dann, dass wir mit zwei Sets direkt starten. So einen nice Double hier, nochmal ein Sparkman, sehr, sehr nice. Also wenn wir die regulären, das ist tatsächlich sehr, sehr nice. Nochmal ein Ungeheuer und die Gehirnkontrolle. Das ist eine sehr, sehr gute Karte auf jeden Fall. Die könnte uns jetzt in dieser ersten Folge schon sehr, sehr helfen. Und wir sind schon bei Part, also Pack 16. Die Gehirnkontrolle haben wir schon mal sehr, sehr nice. Wir müssten die meisten Elementalien jetzt auch schon dreimal haben. Sparkman auf jeden Fall. Ich glaube, Avian auch. Clayman wäre noch gerne gesehen, genau. Die Survivor. Und ja. Okay, wir nähern uns dem Ende und es wäre, sehr, sehr nice, noch ein Big Hit zu haben, wie den antiken Antriebsgolem. Eine sehr, sehr starke Karte, wenn man sie dann rausbekommt. Aber sowas wie Heldensignal kann auf jeden Fall helfen. Und ich sag, wie es ist, so im ersten Part die Helden zu spielen, ist schon irgendwo verlockend. Und ich hoffe, dass das letzte Pack jetzt nochmal eine der Fusionen gönnt, Flammenflügelmann oder Donnergigant, bitte. Und es ist leider nicht der Fall. Okay. Geht besser, geht schlechter, denke ich mal. Wir haben die Brain Control gezogen, was sehr, sehr nice ist. Wir haben die Basic Elementalen, denke ich mal, alle dreimal gezogen. Habe ich jetzt nicht genau gehofft, aber Clayman, Sparkman, die sehr, sehr gut sind jetzt von der Angriffsstärke, die haben wir auf jeden Fall gezogen. Der Golem ist nice, also ja, ich hätte mich gefreut, wenn wir eine Fusion ziehen, aber wir reden von Elementarhelden und später werden die auch nicht Top-Meter sein, logisch. So, wir sind dann jetzt bei Cybernetic Revolution. Jo Leute, was geht ab? Hier ist wieder Urban und Gabriel. Am Start mit der Belly vs. Barry Series. Ja, es fühlt sich ein bisschen nostalgisch an, das zu sagen, tatsächlich. Und tatsächlich sind wir auch, wenn ich jetzt hier mal ganz kurz drauf gehe, wir haben uns entschieden, tatsächlich die alten Decks aufgrund von Komplikationen wegzuwerfen. Ich weiß nicht, ob Barry das sagt, deswegen sage ich es hier einfach mal nochmal, ansonsten kann man es ja wegcutten. Und ja, wir machen heute eine kleine Zusatzfolge. Wir haben nämlich gesagt, ja,
Wir setzen den Cut und fangen bei der Yu-Gi-Oh!-Ära an. Aber wir fanden es ein bisschen blöd, die gesamte Ära ohne Elementarhelden zu spielen. Deswegen haben wir da eine Münze geworfen, ob wir Lost Millennium jetzt noch mitnehmen, obwohl es eigentlich nicht zu der GX-Ära gehört oder nicht. Letzten Endes hat die Münze dann gesagt, okay, nimm's mit. Dann haben wir das Pack mal ein bisschen angeschaut. Das sieht man, das würde man hier oben sehen, wenn ich den Tab wechsle. Und dann ist uns aufgefallen, hey, das Pack ist an sich scheiße und effektiv haben wir dann nochmal Legend of Blue Eyes, nur ohne Comeback-Mechanisms, was kein gutes, also es wäre keine gute Folge. Deswegen haben wir jetzt gesagt, okay, wir nehmen beide zusammen und machen die beiden jetzt auch. Ansonsten, genau, ich denke, das war's so basically und ich würde sagen, wir sollten vielleicht noch das Richtige einstellen hier, ja, das nicht vergessen, okay. Ich hoffe, Barry schneidet das weg. Ich mach's nicht. Egal. Lost Millennium. Wir haben 24 Packs und ich hoffe, wir kriegen was Gutes. Let's fucking go! Wir kriegen, außer, das ist schon mal nicht schlecht, ja, nichts Besonderes. Wir wollen ein bisschen, ich glaube, so eine kleine antike Ancient Gear Engine finde ich tatsächlich gar nicht mal so bad. Vorhin so gut gezogen, als wir ein bisschen getestet haben, aber von dem Puls her. Und jetzt kommt natürlich nichts. Oh, Cryo Sphinx. Oh. Warte, ist die Rare jetzt ganz hinten? Ja, das ist crazy. Das ist crazy. Also wenigstens gönnen die Elementalen ein bisschen. Das ist sehr, 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 sehr nice. Ich mag den King of the Sky Servants tatsächlich sehr, sehr gerne. Oh, da sind wir wieder, Leute. Okay, ja, Brain Control. Ich sag, wie ist es, Leute? Brain Control, die beste Karte des Sets. Die fühle ich. Die ziehen wir jetzt einfach in dem Pack nochmal ein zweites Mal. Schade. Oh, nochmal, super rare. Okay. Alles klar. Das Wombat ist, glaube ich, gar nicht mal so bad, wenn ich mal ganz kurz drüber schaue. Any Damage you. Okay, der ist doch ziemlich hart bad. Ja, aber ansonsten, es gibt in dem Pack basically nicht wirklich was außer. Den Fusionen und Brain Control, was man hier ziehen will. Und natürlich ein paar der Elementarhelden, dass man die halt generell im Kartenpool hat. Aber natürlich bringen sie einem nichts, wenn man keine Fusion zieht. Das heißt, eine Fusion wäre an sich eigentlich ganz nice. Ne? King of the Skull Servants haben wir jetzt schon zum 20. Mal. Ist auch okay. Aber nichtsdestotrotz wollen wir eigentlich wenigstens Mist Polymery Save. Was ist das denn? Das ist eigentlich eine ganz solide Karte für die Ära, wenn ich das mal so sagen darf. Der zweite Ancient Gear Soldier finde ich eigentlich ganz nice. Ich hätte gern noch einen dritten, dass man eventuell die auch spielen kann. Oh mein Gott, Reshef. Reshef the Dark Being, das wäre... Oh mein Gott, ich glaube, das könnte durchaus eine Karte sein, die man eventuell spielt. Ja, ich wollte gerade sagen, könnte ein bisschen inconsistent sein. Ist doch nicht mehr so inconsistent, glaube ich. Ist doch nicht mehr so inconsistent. Wir bräuchten nur noch die, ich glaube, das ist das hier, ne? Reshef, ja. Ich glaube, davon haben wir drei. Bin mir nicht ganz sicher. Aber ich sag, wenn man den noch ein drittes Mal, Leute, ne? Den noch ein drittes Mal, kann man eben Heldensignal, ist auch ganz nice, definitiv. Können wir auch das Deck finden, dass wir besser auf Reshef gehen können. Alter, Leute, ich fühle das. Ich fühle Reshef. Ich fühle den, Leute. Ich fühle den wirklich. Das ist nice. Aber ansonsten, bis auf Reshef jetzt. Oh mein Gott, ein Wingcurry. Oh, you guys bet. Ja, you guys bet. Ich spiele den, aber sowas von. Aber sowas. Oh mein Gott, noch ein Heldensignal. Okay. Also, ich sag noch ein drittes Heldensignal und eine Brain Control. Ja, das war Wunschdenken. Und hier wollen wir natürlich einen Cyberdrachen draus haben. Und noch viele andere Karten. Jetroid ist auch nice. Erlaubt uns, Fallen von der Hand zu spielen. Petroid. Rising Energy als Rare ist auch jedenfalls nicht schlecht. Gibt ein Monster 1500 ATK drauf für einen Zug, wenn man eine Karte abwirft. Und. Yes! Das ist ein sehr, 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 sehr starkes Pack. Holy moly. Der unbezwingbare Kiffer Layla ist super nice. 2-3er Beatstick.
geht in den Death, wenn er angreift, aber reicht auf jeden Fall, um über was drüber zu rennen, was sehr, sehr nice ist. Jetroid, gute Karte, wie gesagt, erlaubt Fallen von der Hand, sorgt wie ein Drillroid, ist ein, ich zerstöre alles, was du in der Verteidigung hast, einfach mal so. Und ein Cyber Dragon wollten wir auf jeden Fall haben, ist eine super Rare, dass wir einen jetzt schon mal haben, das ist schon mal sehr, sehr nice. Und da haben wir auch direkt noch eine Wunderfusion und die Fusionsrückerstattung, die uns leider nichts bringt, denn Belly und ich haben vor dem Anfang des Openings hier geguckt, wir kommen auf regulären Wege an keine Polymerisation ran. Wir ziehen sogar einen Cyber-Enddrache, der cool ist. Es gibt später Karten, die uns vielleicht erlauben, den aufzurufen, wenn wir jetzt nicht noch zwei Cyberdrachen ziehen. Ich weiß gar nicht, wann kamen die Proto-Cyberdrachen, kamen die ein Set hier nach. So viele Drillroids zu haben, ist auf jeden Fall schon mal nice. Dragon's Mirror ist auch eine gute Karte, auch wenn wir dafür erstmal keine Targets haben. Steam-Geroid könnten, also Steamroid, sehr, sehr gute Karte, auch eine der besten Karten, definitiv, wenn es angreift, 2-3, wenn er dann aber angegriffen wird, verliert er, glaube ich, was, beziehungsweise verliert er, glaube ich, nach dem Angriff auch so. Rottweiler nett, aber wir haben keine Poly. Steam Geroid, wir haben Geroid schon gezogen, meine ich, dann bräuchten wir jetzt nur noch Kraftbündnis, dann könnten wir die sogar aufrufen, das wäre tatsächlich, ja, wir haben Geroid auf jeden Fall jetzt, ich meine jetzt sogar schon zweimal, den so oft zu haben, ist sehr, sehr nice. Also, wir haben noch sehr viele Packs hier vor uns und ich hoffe, wir kriegen da noch echt coole Sachen. Den Bubbleman feiere ich hart, dass wir den gezogen haben. Könnte uns ja mal einen echt nicen Draw geben. Auch eine sehr, sehr gute Karte tatsächlich hier. Also klar, wir haben auch sowas, aber 1750 mit 3 Sternen. Kann man auf jeden Fall nicht sagen. Wolkenkratzer als super rare. Nostalgie pur. Also, ich habe während des elementaren Zeitfensters damals gespielt. Cyber Twin Dragon, super starker Hit. Jetzt bräuchten wir nur noch einen Cyberdrachen. Und Kraftbündnis. Das wäre crazy. Also Kraftbündnis alleine wäre schon crazy, weil wir den hier dann aufrufen könnten. Uferoid, sehr, sehr nice. Uferoid Kämpfer wäre tatsächlich auch nett, wenn wir den ziehen. Auch eine der wenigen Fusionen hier in diesem Set. Hier ist nichts Erwähnenswertes. Leider lange Zeit jetzt erstmal uninteressant für uns. Noch ein Steamroid, Psychroid, ja gut. Und Dimensionswall. Konnte die was? I don't know. Aber es sieht bis jetzt eigentlich ganz gut aus. Ich hoffe, wie gesagt, dass wir noch einen Cyberdrachen und oder Kraftbündnis ziehen. Ansonsten gibt es gar nicht mehr so krass vieles hier zu holen. Daher noch ein Cyberdrachen. Wieso? Das ist Troll. Das ist halt Troll. Aber wir ziehen eine Wunderfusion. Oh, sehr, sehr nice. Es ist halt super Troll. Noch eine Wunderfusion. Ich nehme es. Es kommen noch genügend Elementare in den nächsten Sets. Ich nehme es auf jeden Fall. So, und jetzt hoffe ich, dass das letzte Pack nochmal richtig gönnt. Bitte. Add to Draft Collection. Also klar, wir haben... Habe ich vielleicht irgendwas übersehen? Aber ich glaube nicht. Wir haben Kraftbündnis nicht gezogen. Das wäre auch zu crazy gewesen. Sage ich, wie es ist. Ich bin schon froh, dass wir den einen Cyberdrachen haben. Wir haben zwei Wunderfusionen, die auf jeden Fall in den nächsten Sets noch geil werden könnten. Es kommen noch die Sets, wo dann sowas wie also die E-Helden von Aster drin sind mit wie hießen sie? Phoenix Enforcer und Shiny Phoenix Enforcer. So, und ansonsten, der könnte ganz cool werden, wenn die Proto-Cyberdrachen rauskommen. Generell, wenn wir später vielleicht in dem Projekt sind. Aber dass wir den einen Cyberdrachen schon mal gezogen haben, ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Ich denke, ich kann mich hier groß und ganz nicht beschweren, auch wenn wir leider im ersten Part nicht fusionieren können. Aber zwei Cyber-Enddrachen, ja, man kann sich gönnen. Dann gucken wir mal, was Belly gezogen hat. Das war eindeutig Wunschdenken. Nee, nichtsdestotrotz. Zweimal Reshef. Einmal Brain Control. Zweimal hier unseren Boy Reshef hier unten. Dann das Signal sollten wir auch ein paar Mal haben. Hier sind wir's und hier sind wir's noch ein drittes Mal. Also, ich sag wirklich, ich glaube, das ist viable. Ich glaube, das ist viable. Wir können ja mal ganz kurz drüber gehen. This is genommen once per turn. By discarding one spell card from your hand, take control of one monster your opponent's side of the field until the end of this turn. Das ist nicht bad. Das kann man spielen. Den kann man so spielen. Das ist gut. Klar, keine einzige Fusion. Bisschen ärgerlich, dafür spielen wir wieder in anscheinend in der ersten Division mit. Also wir spielen Duel Monster. Wir sind noch nicht ganz in der Ära angekommen von GX, aber ja, kann man definitiv so spielen. So, Cybernetic Revolution. Hier will man definitiv den Cyberdrache ziehen. Cyberdrache ist bei weitem die beste Karte und das, worauf wir gunnen. Eventuell vielleicht eine Cyberdrachenfusion.
war auf jeden Fall ganz nice mit Kraftbündnis und so weiter, ne, Leute? Ihr wisst. So, Cyber Archfiend an sich, Drilldroid, sehr, sehr nice Karte. Also Drilldroid ist wirklich gut. Den nimmt man, Steam Geroid ist, ist ein paar irrelevante, oh mein Gott. Den hatte ich damals auch gezogen. Jerry Beansman, auch eine sehr, sehr gute Attacke, auch eine sehr, sehr gute Karte. Oh mein Gott. Leute, was ist los hier? Boah. Okay, also ich sag, ne? Es ist, der Cyber End Dragon. kann man nehmen. Wenn wir jetzt nur noch Cyberdrachen ziehen. Also ich meine, klar. So hier, ne? Drei Cyber Dragon. Also drei Cyber Dragons, basically. Also, können wir niemals summonen. Können wir basically niemals summonen, außer wir haben System Down. Gute Karte. Dragon's Mirror. Was war das? War das Dragon? Dann Dragon Fusion Monster. Schade, der ist Maschine. Cyber End Dragon. Nichtsdestotrotz ist solide. Transcendent Wings. Wir haben einen Wing Kuribo. Das heißt, wir können die Combo wahrscheinlich sogar spielen. Das wäre natürlich absolut feier. Bubble Shuffle, das Frog ist egal, so wie ich das sehe. Das Croaking, nochmal Transcendent Wings. Sehr, sehr gut. Giant Kusagi, irrelevant. Das ist auch nichts. Wir sind beim Triple Drilldroid mittlerweile, was gar nicht mal so bad ist. Nochmal System Down, das ist auch sehr, sehr gut. Ein Bubble Man, Goblin Elite Attack Force, auch eine sehr, sehr gute Karte. Ich muss mir mal anschauen, was die Spiritual Arts alle machen. Nochmal. Alter, was ist denn los? Ich will die Cyber Dragons, nicht die ganzen Fusionen. Mann. Ey, was ist... Okay. Ja, ey, das ist... oh, Rottweiler wäre so gut. Hätten wir Poli, ne? Der wär tatsächlich nice. Der wäre tatsächlich eine nice Karte. Dimension Wall ist, glaube ich, gar nicht mal so kacke. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Deswegen, den nehmen wir mit. Magical Explosion. Ich glaube, damit kann man was anfangen. Nochmal Transcendent... Nochmal Transcendent Wings? Also, ich weiß gar nicht, was das ist. Also, jetzt reicht's langsam, ne? Also, langsam mit den Transcendent Wings, ne? Da reicht's. Also, ein Cyber... Gott fucking bless! Ein Cyber Dragon wenigstens. Auf geht's, ab geht's. Let's go. Also, das ist nochmal eine Magical Expo. Oh mein Gott. Aber die ist auf. Von dem her jetzt nicht so heftig. Nochmal ein Bubble Man. Bubble Shuffle. Oh, ne? Können wir irgendwann usable machen. Das Scroll. Und nochmal eine. Hallo. Hallo, Website. Ich würde gerne Karten ziehen, die ich tatsächlich auch benutzen kann. Wie zum Beispiel. Sagen wir mal. Jetzt ist Cyber Dragon. Ah, ein Crystal Core, okay. Aber jetzt nochmal. Jetzt ein Cyber Dragon. Ah, okay. Wie? What? Anscheinend gab es nur Magical Explosion als Rare. Was soll man sagen? Es gab nur Magical Explosion als Rare. Rare First Edition Pack. Ja, du kannst mich auch mal kreuzweise, mein Freund. Wir haben einen Jerry Beansman gezogen. Na, wir haben doch mehr. Okay. Wir haben zwei System Downs. Wir haben einen Haufen Transient Wings, aber nichts, um das zu unterstützen. Nichts, um das wirklich zu spielen. Wir haben 20 Millionen Magical Explosions. Schau das an. Hier. Dann scrollen wir ein bisschen weiter hoch. Oh, da. Da haben wir sogar eine kleine Pause gemacht. Da geht's hier weiter. Das ist der Wahnsinn. Mit Double Cyber End Dragon, ey. Das tut wirklich weh. Ja, aber ansonsten, ich glaube jetzt nicht, dass wir hier hart heftig gezogen haben. Ich glaube, Barry wird sehr, sehr wahrscheinlich deutlich besser gezogen haben. Mal schauen, ob wir irgendwas daraus zaubern können. Ich hoffe mal auf ja. Ansonsten wird das wahrscheinlich eine kritische Kiste werden. Aber ja, das sehen wir jetzt gleich beim Match. So, Leute, da sind wir im Duellteil. Wir sind hyped. Belly hat riesen Bock.
Hast du es vorhin erzählt, mit wie wir es gesagt haben, warum wir jetzt zwei Packs aufmachen? Jein. Ich hab die lange Version erklärt. Ja, dann müssen wir es eh nicht mehr erklären. Ich habe gesagt, dass ich wahrscheinlich aufgrund der Tatsache, dass wir jetzt zwei Sets aufnehmen, ich sehr wenig schneiden werde. Einfach, dass es darum geht, dass ihr jetzt am Anfang wirklich diesen Pool auch sehen könnt. Also ich werde schneiden, Leute, keine Frage. Oh Gott, schneid bitte mehr, ich habe so viel Scheiße gelabert. Ja, aber wenn du zum Beispiel am Stück das gerade ansprichst, das lasse ich alles drin. Nee, das ist in Ordnung, das ist vollkommen in Ordnung. Und bei mir lasse ich auch sehr viel drin, weil ich halt über das Projekt erzähle. Aber gut, so, wir sind im Duellteil, Leute. Ich hoffe, Belly hat das richtige Deck ausgesucht. Ich habe nur noch ein Deck, also wenn es jetzt das Falsche ist, dann weine ich. Okay. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich spiele. Okay, das sieht bei mir schon mal sehr, sehr gut aus. Wir spielen schon traditional, oder? Also ich darf jetzt schon Karte ziehen, oder? Nee. Nicht? Ja, okay, dann ist... Dann ist unlucky, sag ich. Ja, ein bisschen. Ganz bisschen. Ja. Na, okay. Oh. Ah, dann ja, der ist strong, leider. Ja, der ist geil, ne? Der ist leider strong. Stand by main. Hm. Das ist doof. Wenn du den jetzt auch sammelst, ne? Das ist natürlich jetzt doof. Hm. Das ist natürlich jetzt doof. Gut, dann... Setze ich ein Monster... Und okay. Tatsächlich eine verdeckte Karte und das war's. Alter, was? Mhm. Ja, es gibt nicht viele gute Karten, die man spielen kann als Zaubernfalle in diesem Part, aber... Also ich sag, verdeckte Karte ist schon... verdeckte Karte ist schon verrückt. Ja, schon wild, ne? Ja, das ist schon wild. Na, du spielst auch 40 Karten. Ja. Ich setz auch eine Karte. Okay. Und ich renn drüber. Oh, du greifst tatsächlich an, dass der Monster in Death geht. Okay, dann, wenn mein Monster zerstört wird, verlierst du 500 Lebenspunkte. Okay, dann verliere ich 500. Ja. Und End of Damage Step, ich muss zu Death gehen. Ja, also streng gesehen in der Battle Phase, aber das macht hier keinen Grund. Meine Battle Phase. End of Damage Step, habe ich gesagt. Oder? Habe ich gesagt? Ja. Ich hoffe, ich habe. Das war auf jeden Fall End of Damage Step, glaube ich. End of Battle Phase steht im Kartenweg. Aber es ist vollkommen egal, das nimmt sich hier nichts. Denn ich rufe jetzt erstmal Elementar Held Sparkman. Oh, Sparkman. So, dann spielen wir Nitro Unitaire auf dein Lila Held. Oh, das ist interessant. Ja, Für die Zuschauer ist es eine Karte, wo ich nur ein Monster des Gegners mit ausrüsten kann. Und wenn das Monster zerstört wird, verliert Belly die Angriffspunkte als Lebenspunkte. Ja, und Sparkman Attack. Okay, dann geht er zu Grave und ich verliere 2300. Der ist korrekt, deiner. Ich fand diese Karte super strong. Also ich musste sie dreimal lesen, dass ich wirklich... Moment. Ich dachte mir so, what the hell? Aber nee, das ist schon strong. Charity Beans, man! Oh, das ist strong. Das ist los, strong. Attack! Okay, shut up, open! Rising Energy! Ja, das dachte ich mir schon was. Dass du die hast. Dann werfe ich tatsächlich Double Attack weg. Und jetzt mein Spark mit 1500 drauf. Ja, das heißt, ich verliere 1350? Ja, 1350. Und der geht zu Grave. Okay, dann bist du dran. Bis jetzt geht's auf. Stand by Main. Aber es ist genauso, wie ich dir gesagt habe. Das ist ein reines Monster-Geklopp aktuell. Ja, das Drillroid. Ist true. Effekt wird nicht aufgedeckt. Ja. Dann geht der zu Grave. Yes. Ich bin mal gespannt, ob dein Claimer liegt. Ah, du spielst den tatsächlich. Ja. Krass. Ja, mir gefällt halt der Endeffekt nicht, dass wenn du halt mehr als eine Karte in der Endphase auf der Hand hast, dass er dann geschossen wird. Aber... Das ist wahr. Aber zum Mauern. Okay. Leute, wir haben wirklich einen bescheidenen Pool. Ne? Sag ich, wie es ist. Stand by Main. Normal Lele! Yes. Und... End Turn. Hätte ich an deiner Stelle auch nicht gemacht. Ja. Es ist nicht worth. Es ist 100% nicht worth. Ja. Aber wenn du jetzt halt einen hast, dann ist over. Dann ist over. Nee. Okay. Draw. Stand by Main. Ich hätte die in Death legen können, ehrlich gesagt. Gerade Drilroid. Also du wirst safe noch ein Monster haben, weil unsere Decks... Also ich lehne mich aus dem Fenster, dass du über 50% Monster spielst. Das sage ich. Ich spiele Brain Control. Als ob du sie hast. Als ob du sie hast. Zahl 800. Ich will deinen Drillroid klauen. Klaus, dachte ich mir schon fast. Hier, bitteschön. Ja, to Grave. Ich set eine Karte. Und ich gehe das Risiko ein. Komm.
Zeig mir nochmal Rising Energy. Das wäre super schön, aber habe ich nicht. Okay, dann gehen beide zu Grave. Das ist ärgerlich. Das ist, aber dass du Brain Control gezogen hast, ist nochmal irgendwie schlimmer. Okay, Starter Turn. Standby Main. Muss ich tatsächlich überlegen. Wenn du sie jetzt auch hast, ne? Kritisch, sage ich, kritisch. Okay. Spiel DD Überlebender. Geh in die Battleface. Greif an. Flip, 200. Als ob du ihn zweimal spielst. Crazy. Also einmal okay, aber. So, dann. Ja, ich spiele sie. Ich darf mir die oberste Karte eines Decks anschauen. Wenn sie Normals summon ist, dann darf ich sie auf mein Feld rufen. Andererseits, kriegst du auf sie an. Ich weiß nicht, wie geht das, dass ich die oberste Karte sehe? Musst du mir, glaube ich, schauen, ne? Leg sie einfach auf den Friedhof. Ja. Okay. Interessant. Leg du Olympo gerade? Hast du Befehl gegeben? Also bist du bei mir. Auf your opponent's deck! Ja. Jetzt. Ne, leider nicht. Okay, dann kriegst du sie auf die Hand. So, dann war's es auch mit meinem Turn. Oh, du spielst sie tatsächlich. Crazy. So. Standby. Main. Drawface. Wir spielen. Ja. Ja, Drawface? Was? Nee, never meinte du, das ist, wenn du keine Karte hast. Genau. Ja. Aktiviere mein Ritual! Final Ritual of the Ancients! Als ob du den hast. Oh. Ich werf ihn ab. Ja. Um ihn zu specialen. Ja. Fühl ich. Ultra Rare, by the way. Ja, ich weiß. Ich hasse alles. Prank Control und die. Es fängt schon wieder gut an. Dann opfer ich Cyber Archfiend. Ja. Für Heroic Sphinx. Ja. Geh in die Battleface. Mhm. Und greif mit. Huch. Huch. Lele, dein verdecktes Monster an. Ja. Okay, dann geht. Ja, ich mach ihn jetzt schon mal, ansonsten vergesse ich's. Ja. Sind dann 3-1 insgesamt. Und dann direkt. Ja, und du bist. Okay, das war jetzt gerade tatsächlich eine ziemliche Hausnummer und tatsächlich kann ich schon mal sagen, das ist deins. Halt, stopp! Ja, da kann ich nichts mehr machen an der Stelle. Ja, ich musste aber mein Ace ziehen. Also, das Ding ist, als ich den. Ich glaube, ich habe den Reshef, ich weiß gerade nicht, ob es back-to-back war, gezogen. Das war crazy. Also, das war komplett crazy. Ja, das ist wirklich wild. Holy moly. Ja, Sidon ist im ersten Part tatsächlich bei mir nicht. Das werde ich auch offen kommunizieren. Ja, ich habe eine Karte, die ich. Ich habe ein volles Side-Deck, aber davon sind 18 nur zum Trollen. 8 zum Trollen. Ich kann es ja schon mal sagen. Ich habe 3 Dummy Golems und 3 Medusa-Würmer im Side-Deck, weil es die einzigen Karten sind, die irgendwo Sinn machen. Geht. I guess. Aber nicht dann Siding. So. Ich gehe wieder Second. Jo. Oh, das war jetzt aber tatsächlich ein ziemlicher. Das war eine Power-Turn. Also, ja, das war eine absolute Power-Turn, ja. Auf jeden Fall. Standby Main. Set. Du bist. Sowas ähnliches habe ich schon erwartet. Mainface. Drillroid. Drillroid, okay. Battleface. Attack, Schuss. Ja. Claimen. Cardo Set, Turn Endo. Okay. Standby Main. Jetzt wird's kritisch. Schon. Die Frage ist: Hast du 3 Leleys und spielst du 3 Leleys? Lele ist eine richtig gute Kammen in dem Set gewesen. Ich nehme Beschwörer mit Lobster. Crazy, okay. Und ich treffe an. Möchte ich überlegen. Aber. Na, ich nehme die 100. Okay. Dann deiner. Okay, Starturn. Standby Main. Set. Oh, noch eine. Jetzt wird's wild. Jetzt wird's wirklich wild.
Ja, was soll ich sagen, ne? Ja. Den würde ich eigentlich noch ganz gerne behalten, wenn ich ehrlich bin. Schwierig, das ist gerade gar nicht so einfach. Das glaube ich dir, das glaube ich dir. Also es war, das erste Match war auch schon nicht einfach. Ich rufe auch eine Super Rare von mir. Okay. Der hat leider 100 weniger als der Lele. Mhm. Aber ich finde den ganz solide. Selben Effekt, halt mehr Death Points. Okay, dann kriege ich 500. Yep. Ja, also ich hab keine Ahnung, warum der so ist, ne? Aber ey, also ich bin ehrlich, die 2-3 sind schon geil, ne? Oh, warte mal. Hier. Als fucking ob. Oh boy. Ich meine, ja, wir haben nichts on Resolution. Dann sammle ich noch Elemental Hero, Sparkman! Och Mann. Battleface, ja. Wenn drüber. Ja, ist fein. Und geh direkt rein. Yep. Oh Mann, Alter, da hast du aber ordentlich gepullt. Ey, Alter, das war absolut crazy, weil ich hatte ja. Wir haben schon ausgetauscht, dass wir beide Cyber-End-Drachen gezogen haben. Ja. Und jetzt kam der Cyber-Twin, dann kamen zwei Cyber-Ends. Ich so, jetzt komm, bitte gib mir jetzt wenigstens einen. Jetzt hab ich wenigstens alle Cyber-Drachs. Und dann kam er, glaube ich, im nächsten Pack oder so. Es war schon wild. Ja, ich fühl das. Okay, dann gehe ich jetzt mal auf meine Strategie. Arrival appears. Okay. Ich will dein Sparkman. Das heißt, ich darf ein Level 4 Monster Special summonen. Mhm. Und entscheide mich tatsächlich für mein Steamroid. Okay. Dann normal summon ich mein Lila. Okay. Und gehe in die Battleface. Mhm. Dann greife ich. Eigentlich tut's echt nicht zur Sache, weil die haben beide 2-3. Das ist wahr. Attack und. Jo. Und dann der andere geht auch noch durch, ne? Ja. Das sind wie viel? 200? 900. Und 700, ne? Ja. Nicht, dass ich jetzt nicht rechnen kann. So. Und deiner. Okay. Standby Main. Mhm. Ich spiele System Down. Zahle 1000 Life Points. Mhm. Und dann wird dein Boy gebanished. Stark. Norbel Jerry Beansman. Stark. Battleface. Attack. So schlecht hast du wirklich nicht gezogen. System Down war da auch drin. Was war das? Eine Rare? Das war eine Rare. Ja. Ja. Ich glaube, die. Shortprint Rare. Oh boy. Okay, dann Standby Main. Ja, gut, ne? Cardo Set, Turn Ende. Alles klar. Bei Jerry Beans habe ich überlegt, den zu spielen, aber. Ich finde den gut. Also legit, ich finde den gut. Hast du 3 Leleys gezogen? Ja. Okay, interessant. Attack. Dann verlierst du 250. Das ist okay. Aber nicht, dass du jetzt auf einmal wirklich den Medusa-Wurm oder so reinsetzt. Wir müssen basically immer auf die verdeckten Karten gehen. Weil wir es uns nicht erlauben können auf der Off-Chance. Leider, ja. Ja. Bisschen schade, aber hey, machst du nix. Huch. Okay. Ja gut, was mache ich jetzt hier an der Stelle? Sette den und du bist. Okay. Ziehe. Sette eine Karte verdeckt. So viel zum Thema Backrow. Und normal beschwöre den Cybernetic Zyklop. Ja. Der hat jetzt 2-4. Ja. Achso, ja, Mainface, ne? Aber ist ja klar. Logisch. Renn über deinen Claimant drüber. Okay, ja. Und greif an. Gott sei Dank hast du es so oben gemacht. Okay, alles klar. Dann bist du dran. Okay, start a turn. Das ist ja alles nicht so geil schon wieder. Der Zyklop ist geil. Der Zyklop ist wirklich hart geil. Fühle ich tatsächlich. Ich darf dich aber, glaube ich, nicht noch mehr Progress machen lassen. Daher mache ich das so. Das sind 550, ne? Ja. Okay. Jo, dann geht der to death und das war's auch schon wieder. Oh, das sieht gerade nicht gut für mich aus. Hier?
Standby Main. Mhm. Hm. Wie mache ich das jetzt? Ich set eine Karte. Und da dann über Lele drüber. Ja, verständlich. Und du bist. Okay, ist dein Turn. Der ist jetzt ziemlich nervig, der Boy. Ist halt, das ist halt das stärkste Monster, ne? Also das einzige Monster, das ihn contesten kann, ist ein Tribute Summon tatsächlich. Und das ist halt crazy. Wenn du halt leere Hand hast die ganze Zeit, dann ist das so, ja. Ja. Weißt du, was das Dumme ist? Ich habe den auch einmal gezogen und spiele ihn nicht. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich ihn in den Zeitdeck gepackt habe. Ja. Oh, der died natürlich. Ja, und du bist... Ja, gut, ne? Will ich jetzt... Also ich kann dir eins sagen, ich spiele ihn dreimal. Ne, so oft habe ich nicht gezogen. Ja... Da war eine Common, glaube ich, ne? War er? Ja. Uff. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er eine Common war, deswegen wundert es mich, wenn du ihn nicht Nee, dreimal habe ich ihn garantiert nicht. Was mache ich denn da? Was mache ich denn da? Normal Sum. Jo. Tag. An. Lucky, dann geht er für Grave. An. Lucky. Standby Main. Ja. Set. Battle Phase. Ja. Attack. Hat meine noch 1-3, das heißt, ich verliere 1-1, beziehungsweise würde ich verlieren, denn ich gebe dir den Schaden dafür. Das ist okay. So. 1. Okay, start of turn. Standby Main. Das ist alles ziemlich bescheiden. Ja, dem stimme ich zu. Naja. Durchaus. Ende. Oh, was? Ja. Okay, also. Ich aktiviere mein Ritual! Oh, fuck. biete meine beiden Claymans als Tribut an. Oh, ich wusste, dass die da liegen. Und mein Boy kommt. I want to cry. I want to cry. Brain Control! 800. Okay. Ich möchte gerne deinen Gyroid. Ja. Check. Reicht das? Das sollte Game sein, das sind 5900. 3, 5, ne, es sind 4, 9. 3, 4, 9 sind der Zyklop und der Reschef. Ach, ich hab die 1000 nicht drauf. Nevermind, ja, stimmt, ja. Wow, krass. Also, Fehler von mir auf jeden Fall an der Stelle. Also, das muss erstmal hier. Aber dumm von mir, den einen, den ich habe, nicht zu spielen. Und ansonsten, ja. Also mir war halt klar, der Zyklop, wenn wir wirklich jedes Mal traden und wir die wenige Backrow, die wir haben, setzen können oder irgendwie sowas, ne? Dann können wir auf null Karten kommen. Das war auch das Ziel von meinem Deck tatsächlich, so schnell es geht auf null Karten zu kommen, um dann den Effekt vom Archfiend vielleicht zu abusen, beziehungsweise den von den Zyklopen dann zu spielen. Spielst du die Zauber, die Karten zurückmischt? Nein. Okay. Hätte ja sein können, wenn du ihn dreimal spielst. Ich spiele halt dir einmal, weil ich die nur einmal gezogen habe. Dann zweimal Heldensignal. Boah, du hast richtig gut gepullt, Alter. Einmal den hier. Ja. Zweimal System Down halt. Alter. Und ansonsten war halt mein Guess, dass wenn ich einmal den Reschef rausbekomme, ne? Weil mit Rising Energy kannst du mir potenziell kannst du mir basically Karten outen. Das ist dein einziger Weg. Deswegen habe ich sie auch gespielt, falls du halt irgendwie auch einen Zyklopen spielst oder so. Also mein guter Pull war das. Den Golem. Oh, du hast den gezogen. Das ist nice. Das ist wirklich nice. Und, nee. Und den hier. Na, falsche Karte. Ja, und den hier. Na, ja. Ich habe einen davon auch bekommen. Hast du auch nur einen? Ich habe auch nur einen. Gott sei Dank. Also das Einzige, wo ich halt wirklich... Also, dass ich halt einen Cyber Dragon und eine Brain Control habe. Da war ich lucky. Und dass ich halt Reschef gezogen habe. Aber sind wir ehrlich, der wird nicht relevant sein, wirklich, für zukünftige Dinger. Wahrscheinlich. Dafür ist er zu inconsistent. Wahrscheinlich nicht. Wie oft hast du das Ritual? Dreimal. Das war eine Common. Das Ritual war eine Common. Das hast du safe auch dreimal. Ich hatte es, glaube ich, ein oder zweimal. Und er war ein Ultra-Bär. Krass. Er war ein Ultra.
Crazy. Aber ich weiß schon, ich hab's vor der Aufnahme zu Belly gesagt, ich hasse Brain Control. Naja. Ich war am Hoffen, dass wir sie einmal haben, also dass du sie nur einmal hast. Ich hatte irgendwie Angst, dass du sie eventuell zweimal haben kannst. Ja, weil ich sag, am realistischsten bei einer Super Rare ist es, dass man damit rechnet, dass dein Gegner sie einmal hat. Ja. Ja, ja. Musst du. Wenn du nicht drumrum spielst, außer du weißt es, ist es ein Fehler. True. Aber ja. True, aber ja, aber Deckbaufehler habe ich tatsächlich nicht viele gemacht. Das Einzige, was ich hätte anders machen können, ist halt den einen Klon spielen können, den ich habe. Aber ansonsten, meine Strategie war halt mit der hier, Trent, mit der hier Dings, mein Feld die ganze Zeit voll zu swarmen, weil es klar war, dass wir hauptsächlich Vierer spielen und die Karte ist halt super stark. Ja, die habe ich ganz kurz überlegt zu spielen, aber dachte mir dann so, ja, gut, sie ist ein bisschen contradictory mit der Mission, dass ich Reshef eigentlich beschwören will. Und du spielst halt ein paar Dreier, habe ich gesehen. Ja, ich spiele dreimal den Mad Lobster und dreimal den Jerry Beansman. Weil es halt einfach bessere Beater sind als Sparkman. Ja, das stimmt. Ich habe Sparkman hauptsächlich wegen der Vierer-Strategie und halt auch, ich habe ein Heldensignal gezogen. Deswegen. Ja, ich habe es ja wegen beiden. Also wegen beiden Heldensignalen war für mich dreimal Spark und dreimal Clayman Auto-Include. Ja, logisch. Ja, okay. Das war die erste Folge vom Restart. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wir kamen ja auf beiden Kanälen. Die geraden bei mir oder bei dir? Können wir dann ausmachen. Ja, ihr seht es auf jeden Fall. Beide Kanäle abonnieren, Leute, wenn ihr nichts verfassen wollt. Und ja, weil die abschließende Worte. Nee, ich bin wirklich froh, dass wir das Break wieder aufnehmen. Und apropos, haben wir schon die eine Frage, hast du die angesprochen? Ja, hab ich. Hast du angesprochen? Ja, okay, in der Videobeschreibung findet ihr dann nochmal, um es nochmal zu sagen, eine Abstimmung, einfach nur Interesse halber, was ihr besser finden würdet, ob wir nach jeder Hauptserie, also nach 5Ds, GX, Sexel, die ganzen Sachen einzeln machen und wer dann die meisten Einzelsachen gewinnt, hat das ganze Projekt gewonnen. Oder dass wir wirklich nach den Episoden immer zählen, wer am Ende die meisten hat. Also da könnt ihr mal Interesse halber voten. Wie gesagt, ist in der Videobeschreibung. Und ja. Ja. Wir fänden persönlich beides interessant, deswegen wollten wir euch die Wahl lassen, sagen wir es mal so. Genau. Oh. Alles klar, Leute. Dann sehen wir uns im nächsten Video, Leute. Macht's gut und ciao.